So, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar, Freunde, machen wir heute mal ein besonderes Video, kein Roleplay, sondern wir werden heute mal versuchen, uns in GTA an alle Regeln zu halten und keine Regel zu brechen. Ich bin mal gespannt, ob ich diese Challenge schaffe. Und ich würde erstmal sagen, wir ziehen uns erstmal um. Weil ich glaube nicht, dass so ein normaler Bürger in solchen Klamotten rumläuft. Ich würde mal sagen, wir rufen mal eben beim Mechaniker an. Und lass uns mal ein Auto liefern. Ich habe hier leider kein Tacho, sonst würde ich mich auch an die Geschwindigkeit halten. Aber ich denke mal, diese Geschwindigkeit ist angemessen für die Stadt. So, alle vier Reifen müssen stehen. Ich muss Vorfahrt gewähren. Der ist schon wieder ein Stoppschild. Ganz ehrlich, das kommt mir gar nicht so vor. Sonst kommt mir das nie so vor, als wären hier so viele Stoppschilder. Okay, wir dürfen fahren. Wir müssen geradeaus, das heißt, wir müssen über diese Spur. Theoretisch darf man das auch nicht über eine durchgezogene Linie fahren, aber gut. Das ist wieder die GTA-Logik. Eine rote Ampel wäre ich jetzt fast rüber gefahren. Okay, es ist grün, wir dürfen fahren. Ich muss jetzt links rüber gleich. Aber ich darf das. Ich park lieber hier. Blinker kann man leider nicht setzen, sonst hätte ich jetzt auch noch einen Blinker gesetzt. Ich park jetzt hier Frosche. Bubble, Sprachen leicht lernen. Okay, wir sind angekommen, bisher noch keine Regel gebrochen. Wir gucken einmal nach links und nach rechts. Okay, wir können rüber gehen. Ich glaube, ich renne mal rüber. So, das hätten wir dann auch. Jetzt können wir wirklich die Challenge endlich starten. Wir halten uns jetzt an alle Verkehrsregeln, beziehungsweise an alle Allgemeinregeln. Let's start it. Wer kennt diese Autofahrer? Ich hasse diese Autofahrer, die einfach 100 Kilometer rollen, wenn die Ampel rot ist. Darf man mit dem Gasspiel eine Ampel eigentlich? Eigentlich ja, oder nicht? Okay. Haben die schon wieder eine rote Ampel oder warum stehen die? Tatsächlich. Er steht aber nicht so vorschriftsgemäß hier. Da mache ich gleich mal Kinomodus an. Oh, ist grün. Oh! Der erste Crash, aber nicht von mir ausgelöst. Die Ampel springt auf grün. Fahr! Was? Er fährt nicht? Es ist grün und er fährt nicht? Was? Ey, bleib mal ganz ruhig, ja? Also, wir haben tatsächlich unseren ersten Verkehrsbruch. Wir sind in jemand reingefahren, der nicht über grün gefahren ist. Er hält einfach bei grün an. Verstehe einer diese GTA-Logik. Was macht er? Hä? Er bremst auch. Warum machen die das? Warum bremsen die auf einmal schlagartig? So, genau. Wir als rechtschaffender Bürger, wir werden jetzt mal einige Spots abfahren und natürlich auch die Regeln im Auge behalten. Wenn ihr irgendwo Verkehrsverstöße seht oder Regelverstöße, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Achtet mit drauf und falls ich was falsch mache, schreibt es einfach mal rein. Wir werden jetzt erstmal zum Friseur fahren und zwar eine neue Frisur gönnen, weil so wie wir aussehen, ja, würden uns niemals als rechtschaffender Bürger abstempeln. Wir müssen jetzt theoretisch einmal wenden, ist natürlich nicht erlaubt. Wir fahren jetzt weiter einmal um den Block zum Friseur. Einmal nach hinten gucken, Schulterblick. Blinker können wir leider nicht setzen. Dann fahren wir gleich mal nach rechts, aber wir haben derzeit noch rot. Bruder, immer diese rote Ampeln. Ist ja schlimmer als in Real Life. Ja, seht ihr das? Er kann blinken. Was macht er denn? Die machen hier hinten so Rabatt. Kennt ihr die Leute, die immer so dicht auffahren und fahrt mal schneller, okay, das bin eigentlich ich. Boah, er dreht direkt durch. Er dreht direkt durch. Ist gerade erst grün geworden, er rastet direkt aus. Er gibt mir nicht mal die Chance zum Anfahren. Okay. Die nächste rote Ampel, wer hätte es gedacht? Gefühlt sind die Ampeln eigentlich immer rot, wenn man auf die zufährt und werden erst nach 9 Stunden grün. Ich weiß nicht, ob die in Amerika andere Gesetze haben. Wir parken jetzt mal hier rechts.
parkt doch nicht. Wie parkt er denn? Wie parkt er denn? Okay, wir werden jetzt einmal umparken. Wir haben damit absolut nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Das war, ja. Eigentlich parkt man ja so, oder nicht? Die parken ja halt quer auf der Straße. Gut, ja, muss ich los. Wie sieht ein rechtschaffener Bürger denn aus? Ich finde, das sieht ja niedlich aus. Das nehmen wir. Ja, das sieht doch wunderbar aus. Ich würde sagen, das war's dann auch. Guten Tag, junge Dame. Ich meine, guten Tag, junge Dame. Sie stehen hier ein bisschen falsch, ne? Frauen interessieren sich nicht für Felgen und Autos. Nächstes Ziel. Tatsächlich ist der Waffenladen. Was haben wir denn so an Waffen alles bei uns? Ja, wir haben eine Menge Waffen dabei. Ja, das ist natürlich nicht sehr rechtschaffend. Ich habe keine Waffen. Ich besitze keine Waffen. Gut, dann steigen wir wieder ein. Wir fahren trotzdem mal zum Waffenladen und holen uns etwas Munition. Denn in Amerika ist es ja natürlich so, Waffen darf man bei sich haben. Also jeder hat irgendwie Waffen und ja. Die Challenge habe ich jetzt eigentlich schon verloren, seitdem ich die Waffen dabei habe, weil ich die Gesetze gebrochen habe. Aber das mal ausgenommen, das habe ich am Anfang überhaupt gar nicht bedacht, beziehungsweise wusste ich gar nicht mehr von den Waffen. Also, wir fahren trotzdem mal zum Waffenladen und halten uns immer noch an die Regeln. Einmal einen Blick nach hinten. Okay, wir dürfen fahren. Wir müssen nach rechts abbiegen, das heißt, ich bin auf der rechten Spur. Okay, wir müssen gleich nach links abbiegen, das heißt, wir müssen auf die Linksabbiegerspur, wo natürlich rot ist. Hä? Okay, hier ist die Waschanlage. Wir biegen einmal nach rechts ab. Ich glaube, man muss auf die andere Seite, ne? Genau, ab hier ist der Eingang, hier werden wir einmal unser Auto durchwaschen lassen. Oh, wir haben es geschafft. Ich muss sagen, ich habe am Anfang gedacht, diese Challenge, okay, wird ja nicht schwer sein, aber es ist tatsächlich schwieriger als gedacht, sich in GTA an die Regel zu halten. Oh, Bruder. Schnell, bevor es wieder rot wird. Boah, er macht richtig den Tryharder. Ey, was bleibt da einfach auf der Fahrbahn stehen? Bist du nicht mal ganz artig? Also ich bin schon wirklich asozial in GTA, wenn ich fahre, ne? Aber der Typ ist ja auch noch mal härter. Es ist schon wieder rot. Ich will auch nur nach links. Guck mal, wie er korrekt er ist. Er lässt alle vor. Außer mich! Hey! Okay, ich werde hier am Seitenstreifen parken. Okay, ich würde gerne zum Schießstand. Okay, mal durch. Hübsch. Natürlich werde ich nur hier die Waffen auspacken und niemals, wenn ich draußen bin. Okay. Oh, was? So, nach den erfolgreichen... Ey! Was soll das denn? Wer hat denn mein Auto so hingestellt? Das waren bestimmt die Jugendlichen wieder, die haben mein Auto weggetragen. Wir werden jetzt Richtung Pier fahren und dort mal mit dem Riesenrad fahren. Und wir stehen wieder. Und wir stehen. Guck, ich mach die, glaube ich, nervös mit meinem Gas, oder? Wenn ich so mit dem Cash spiele. Oh, ich mach sie ganz nervös. Guck mal, wie weit sie vorfährt. Boah! Was? Nein! Was? Ey!
Boah! Sie haut einfach ab. Sie haut ab. Ich komme hier nicht mehr weg. Ey! Boah! Ey, ich komme hier nicht weiter. Oh, es ist wieder rot. Oh, wir müssen warten. Okay. Wir müssen gleich wieder links abbiegen. Das heißt, ich ordne mich schon mal ein bisschen weiter links ein. Es ist grün. Oh ja, perfekt. Gut, dann pendle ich mich mal ein bisschen links ein. Ja, schon wieder rot. Also ich muss wirklich sagen, bei den Ampeln fällt mir das leicht. Aber ich habe bestimmt schon gegen die eine oder andere Regel verstoßen. Vielleicht finde ich sogar im Schneiden, wo ich gegen die Regel verstoßen habe. Bin ich mal selber gespannt. Und wir stehen... Oh, und ist es grün? Der Linksabbieger muss den Geradeausverkehr natürlich die Vorfahrt gewähren. So, wir fahren jetzt Richtung Pier, beziehungsweise Richtung Riesenrad. Das ist sehr irritierend. Wir müssen nach links fahren. Geradeaus darf... Nee, geradeaus ist, glaube ich, Einbahnstraße. Okay. Wir müssen dann rechts und dann links lang. Darf man überhaupt lang? Ich werde erstmal hier parken. Und wir werden uns jetzt mal ein bisschen amüsieren. Du bist ja... Boah, die fährt tatsächlich. Wo ist denn hier Eintritt? Ich glaube, da hinten muss man hin. Wir laufen da mal eben hin. Boah, es geht los. Oh mein Gott. Ich bin noch nie mit der Achterbahn hier gefahren. Ich kann so, um die Hände hochzuhalten. Woo! Woo! Ja! Guck mal, unten rechts ist eine Schreileiste und wenn die voll ist, kann man sich RP verdienen. Oha, krass. Lol. Ist ja mal mega cringe, Digga. Kann man Ego? Man kann keine Ego-Perspektive annehmen. Perspektive, ne? Doch, kann man. Boah, krass. Okay. Gibt es jetzt auch noch so eine richtig schnelle, wo man sich fast einkackt? Das wäre ja, das ist immer interessant zu wissen. Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Was, das war's? Ich will mal 10 Dollar wieder haben. Das ist ja wohl eine Frechheit. Okay. Es ist grün. Was ein Idiot. Schnell abbiegen, bevor es zu spät ist. Hier schnell einfädeln. Und wir sind jetzt schon so gut wie zu Hause. Alle Reifen müssen einmal stehen. Okay, wir können fahren. Ey! Okay. Jetzt noch einmal links abbiegen und dann haben wir es auch geschafft. Wenn euch die Challenge gefallen hat, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht den einen oder anderen Verkehrsregelbruch gesehen habt. Oder allgemeinen Regelbruch. Würde mich mal auch wirklich sehr interessieren, gegen was ich verstoßen habe. Wenn euch solch ein Format gefällt, könnt ihr es auch gerne mal in die Kommentare schreiben, Like da lassen. Und es werden mehr solche Videos kommen. Ich habe in meinem Statement gesagt, dass erstmal keine Videos kommen werden, beziehungsweise kein 0815-Content. Aber ich habe viele Videoideen gesammelt und ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Also dranbleiben, es werden weiter Videos folgen, mindestens 2 pro Woche. Also gönnt euch. Bis dahin, eure Weißwurst.